So, Verona ist der nächste Gegner im Halbfinale dieses Cups. Vorbereitung war bis jetzt relativ gut, muss ich jetzt sagen. In den letzten Spielen dann gut entwickeln, den neuen Leben sich ein. Ja, hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Aufstellung wird die alte bleiben. Und Ludwig. Und nochmal Kramaric. So müsste er mal agieren. Bitte im Match. Und die Flanken von der Partie, die kommen ziemlich gut, muss ich sagen. Also sind wir gespannt, wie das eigentlich in der Meisterschaft so verlaufen wird. Hier im Estadio Santiago Bernabeu. Wir spielen ja in Spanien. Dieses Vorbereitungsturnier als Erstligist der englischen Liga. Jetzt haben wir mal Taylor. Villar. Ja, Taylor hat es geschafft, sein Team von der vierten in die englische Premier League zu spielen. 4 Jahre, der einzige Spieler, der eigentlich noch übergeblieben ist vom ganzen Stamm. Immer noch auch in der zweiten Liga, wo viele schon nachgegeben haben, immer noch auf einem Niveau spielt, was unfassbar ist. Dem Niveau oben beim Torjäger und beim Vorlagengeber mitzumachen. Aber Rochelle dazwischen, Cicin. Ja, man muss sagen, wir haben uns eigentlich gut entwickelt, auch was geldmäßig angeht. Sonst könnten wir heute nicht solche Stars gespielt haben. Aber zum Beispiel Abate, der kennt die italienische Liga, der kennt auch Verona. Oh, Taylor. Und Verona spielt das bis jetzt ganz gut auf mal. Sehr gut eigentlich. Sehr, sehr stark macht das Spiel bislang. Ja, und Taylor muss auch in dieses Spiel finden. Sie haben ihn loben, aber das war zum Beispiel ein super Pass. Die Flanke allerdings nicht so gut. Wieder Cicin. Und geklärt. Das ist Taylor. Sehr schön nachgehakt, aber da muss man sagen, ist ein Fehler schon bei Sonnen. Ich habe gesagt, auch bei mir, habe nicht gesehen, dass Taylor sich da bisschen verletzt. Wer jetzt da falsch ausdrückt, sich ein bisschen. Ne? Gar nichts gemacht, er ist nur umgefallen, eigentlich, dass er ein bisschen weggestoßen wurde und dadurch die Balance verloren hat, dass ich es heute noch erklären kann, was ich sagen will. Kramaric rennt davon wie ein, ja, nicht da, nicht anspielbar.
Da kommt er vom Abseits. Ja, Taylor. Schön mit Ludwig gemacht. Das war nichts. Williams, ja. Aber hat gut gemacht. Ist keine Anspielposition gefunden, hat den Ball sehr gut gehalten. Hatte Wolfers 5 gegen Tafa. Son, drin, 0-1, 48. Minute, kleiner Patzer hier. Schön nachgegangen, Ball over. Gulli macht das gut, dann ein bisschen Pech dabei. Aber da war der Fehler schon beim Abwehrspieler. Heung-Min Son, drittes Tor für Exeter City in diesem Cup und Gesamt. Son. Die Bank halt bei der Arm müssen wir noch ein bisschen verbessern, das ist mir bewusst. Aber das ist halt die Vorbereitung. Schön, Kameritsch jetzt einmal. Da werden jetzt eben ein paar Wechsel jetzt gleich auch folgen. Babbitt wird jetzt seine Spielzeit bekommen. Ein Cabral wird seine Spielzeit jetzt bekommen. Ein Ramirez wird seine Spielzeit jetzt bekommen. Und da sitzen eh Nummer 2 auf der Bank. Und die werden dann auch sowas in 10 Minuten kommen.
Challenge. Also das war jetzt auch sehr schön und ruhig gespielt von Verona. Schlecht verteidigt von uns. Schon Barrett. Der auch gleich dann mal davon ziehen will. Ich hoffe, das war kein Abseits. Ja, sicher war das Abseits. Und das war damit die letzte Aktion von Kramaric, der da einfach nicht erkennt, dass er vielleicht den Zug in die Mitte jetzt macht. Dann tut es mir sehr leid für ihn. Wir werden gar nicht als hängende Spitze bringen. Ja, gar nicht. Topscorer im letzten Jahr gewesen. So wie Vorlagen und Torschütze sind beide auf seine Sache gegangen. Für Garnier muss man sagen, ist die Vorbereitung bis jetzt ganz gut gelaufen. Eben Kramaric, klar, hat den Vorzug bekommen, kommt als Star. Wird aber als B-Mannschaft Aufläufer und Bankdrücker, zuerst mal nur Bankdrücker in der Kampfmannschaft wahrscheinlich sein. Und das ist wieder Garnier, der eigentlich zum Abschluss kommt, aber ich bisschen was selbst erarbeitet auch. Das war Schmidt. 10 Minuten noch. Absatz. Jetzt kommen die langen hohen Bälle. Satz 90. Minute ist angebrochen. Ah ja, Bielik, Meier. Der kam leider nicht an auf Rossi. Draußen. Sehr schön. Das war's mit diesem Spiel. Wir haben gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Finale dann. Ciao.